Andreas, noch etwas anderes. Du hast wieder Informationen bekommen von einigen deiner Zuträger, die in großen Zirkeln sitzen, wo auch Regierungsmitglieder verhandeln bzw. Pläne schmieden, wie denn alles aussehen könnte, wenn was eintritt: Blackout, Versorgungsengpässe, Lieferketten, Brüche und so weiter. Was gibt es denn Neues, beziehungsweise was haben wir zu erwarten? Ja, also in den Zirkeln, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, da ist schon richtig was los und man ist sehr nervös über die Beschleunigung der logistisch absolut instabilen Lage, die wir in Deutschland haben. Ich will das mal kurz durchgehen. Die Lieferketten sind dramatisch angespannt und Lieferschwierigkeiten werden uns eher früher als später in größerem Ausmaß regelrecht überrollen. Das muss man wissen. Und der Grund dafür ist relativ einfach. Es gibt keine Frachtkapazitäten derzeit und auch die Vorprodukte in vielen Bereichen sind bereits ausgefallen. Wir reden ja regelmäßig drüber. Eine deutliche Anspannung sieht man im Drogerieumfeld bereits. Die Experten erwarten zeitnah eine absolut kritische Versorgungslage mit einem Dominoeffekt dieser instabilen Lieferkettenlage. Momentan ist also nur vereinzelt an Hygieneartikeln das in den Drogeriemärkten erkennbar, aber wir erwarten hier auch eine starke mediale Aufbereitung, dieses Thema in den Mainstream-Medien also darzustellen, dieses hämische Grinsen, was wir zurzeit erleben über die Lage in England, angeblich nur durch den Brexit verursacht, hört dann wahrscheinlich eher auf und die Zusammenhänge werden dann wohl ein wenig seriöser dargestellt werden müssen, als es zurzeit gerade der Fall ist. Kommen wir kurz zur Preisdynamik, über die wir ja auch regelmäßig berichten. Das normale Leben wird sich weiter massiv verteuern. Klare Aussage. Wir rechnen also insgesamt, man rechnet dort in den offiziellen Gremien mit 8% Preissteigerung. Inoffizielle Gutachten sprechen natürlich von weit mehr. Allein wenn man die neue produzierte Geldmenge noch mit einbezieht, die ja permanent aus dem Nichts die Märkte überflutet. Und die Politikstrukturen versuchen natürlich ständig, diese Notlage allein auf die Lieferketten zu reduzieren und nicht auf das Geldsystem. Ganz kurz, es wird alles dramatisch teurer werden. Darüber haben wir gesprochen, eben auch Lebensmittel, Nudeln, Kaffee und so weiter. Wenn es geht, kauft jetzt noch ein und legt euch das in den Stock, so ihr könnt. Also wir reden natürlich nicht von überhasteten Hamsterkäufen. Ich denke auch nicht, dass unsere Abonnenten dazu neigen, sondern die sind lange vorbereitet und packen immer mal zwei, drei Pakete von jedem mehr mit in den Einkaufswagen. Aber auch das Einkaufen wird schwieriger werden, vor allem für Ungeimpfte, wie wir inzwischen wissen. Das heißt, wenn ihr nicht geimpft seid, kommt ihr in sehr absehbarer Zeit in die Supermärkte nicht mehr hinein. Das heißt, eure Bestellungen werden mehr und mehr kontrolliert, weil ihr vielleicht online bestellen müsst und so weiter. Das heißt, Sorge in der Zeit, dann hast du in der Not. Ich habe es jetzt ein bisschen umgestellt, dieses Sprichwort. Jetzt bitte vorsorgen. Ja, es erinnert so ein bisschen an die Leprakrankenpolitik, die man damals gemacht hat, als man die Leute dann aus die Städte herausgebracht hatte und hat sie in Lager aus den Städten herausgebracht hatte und hat sie dort eben halt dann eben ausgelagert. Also die eigentliche Ursache für diese Situation ist die weltweit seit Jahrzehnten orchestrierte Finanzkrise, von der man natürlich nicht gern spricht in diesem Zusammenhang mit einer drohenden Massenverarmung der Bürger. Das ist ja das Gefährliche. Es gibt hier interne Statistiken, die zeigen, dass man wirklich damit rechnet, dass bis zu 22 Millionen Bürger in Deutschland nicht mehr in der Lage sein werden, ihren Unterhalt zu bestreiten und den Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Ich will hier keine Angst machen. Ich möchte einfach nur, dass wir die Fakten zumindest erkennen, was in diesen Gremien durchaus ernsthaft diskutiert wird. Und das sind keine Stammtischleute, die dort sitzen, sondern Experten, die daran arbeiten, jeden Tag. Der Effekt wird aber nicht als vorübergehend eingeschätzt, sondern von Dauer. Das ist natürlich Potenzial für Unruhen. Und die Medien können und werden das auch nicht mehr kleinreden können, auch wenn sie es zurzeit noch versuchen. Denkt an meine Worte. Die Expertengremien der Praxis,
bereiten weiterhin eine Notversorgung der Menschen vor. Und auch darüber berichten wir seit langem, da man mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten 3 bis 9 Monaten einen Blackout erwartet, mindestens aber mit großflächigen Abschaltungen einiger Bereiche und Industrien mit einem Brownout rechnet, also regionale Abschaltung. Dafür wurde extra eine Arbeitsgruppe Lock by Hand ins Leben gerufen, also handgemacht, um so viel, also handschriftlich heißt das, um so viel wie möglich auf Oldschool-Technologien zu koordinieren. Stichwort, man arbeitet wieder mit Papier, mit Kugelschreiber oder Bleistift, Ausdrucke, analoge Telefone und so weiter, um dieser Notlage Herr werden zu können. So wird das in den obersten Strukturen gerade zurzeit bearbeitet. Nichts davon hören wir. Im Gegenteil, spannend ist nämlich, dass man ausgerechnet in dieser instabilen Lage der Energieversorgung nahezu alles auf künstliche Intelligenz umstellen will, beziehungsweise man will alles digitalisieren. Naja, by the way oder apropos, der Hospitalisierungsindex übrigens, das wollte ich noch mal ganz kurz sagen, hat bisher nicht gefruchtet. Also diese neue Indizes, die man jetzt reinbringen will und wird überhaupt nicht mehr richtig. Der Index, der wird nicht mehr angenommen und somit wird weiterhin das Narrativ der Inzidenz verfolgt. Das kennen wir, aber dieses Narrativ fruchtet immer weniger. Das kommt immer weniger an. Und laut offiziellen Charts vom Gesundheitsministerium ist das Vertrauen in diese Zahlen und die Gefährlichkeit der Krankheit absolut weiter gesunken. Deshalb wahrscheinlich dieser Druck jetzt auch auf diese Klimaerwärmung. Wir werden alle sterben, wenn wir nicht morgen alle anfangen, was alles anders zu machen. Und diese Angstkampagne wirkt allerdings nicht mehr so richtig, was KON belangt. Und die neuen Werte und Indizes werden von der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert. Aber man weiß natürlich auch, dass die Bevölkerung eben halt jetzt bald mit anderen, dann eben halt mit den richtigen Problemen beschäftigt sein wird. Und das ist die Versorgung. Ja, also wir können nur wiederholen, und das ist das, was du gerade gesagt hast, eine gute Vorbereitung ist das A und O. Dazu gehören übrigens auch Hygieneartikel. Und das ist eben nicht nur das berühmte Toilettenpapier, sondern das geht viel weiter. Ob es das Deo ist, ob es Rasierzeug ist für den Mann, ob es für die monatlichen Vorkommnisse bei Frauen ist. Bitte, bitte seht zu. Da gibt es übrigens auch noch ganz andere Lösungen. Vielleicht stelle ich zu dem Thema auch noch mal was ein. Das möchte ich aber jetzt hier nicht im Podcast machen. Und vielleicht auch noch der Hinweis, weiß nicht, hattest du die Zahl gesagt, weil da bin ich drüber gestolpert, dass es Statistiken gibt aus diesem Board, die zeigen, dass man damit rechnet, dass bis zu 22 Millionen Bürger in Deutschland, ja, es hat mich so geflasht, nicht in der Lage sein werden, ihren Unterhalt zu bestreiten und den Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Also das heißt mit anderen Worten, es geht da auch in eine neue Zeitqualität rein, die natürlich unwillkürlich auch so etwas nach sich ziehen kann, was man Unruhen nennt oder auch Bürgerunruhen nennen kann. Und diese Thematiken, die sind wirklich jetzt auch weltweit auf der Agenda in den Medien zu finden. Also beispielsweise in der Schweiz der Blick, das ist eine der populärsten Boulevardzeitungen, da wird darüber berichtet, was jetzt alles knapp wird. Und vielleicht auch nochmal zusammenfassend, weil es stimmt einfach, das gilt eben für die ganze Welt,